Gut, dann fangen wir an mit Inhalten in unserem Kurs Mathematische Grundlagen. Wie gesagt, die Idee ist die Wiederholung von Schulmathematik. Wer von Ihnen hatte sowas wie Leistungsfächer oder so Schwerpunktfächer? Gut. Wer von Ihnen hatte der Leistungsfächer oder die Leistungsfächer hatte Mathematik als Schwerpunktfach? Okay, das ist ja auch dann ein gewisser Teil. Also da würde ich, wenn Sie das als Leistungsfach oder wie auch immer das benannt war, bei uns hieß das damals Leistungskurs hatten, dann denke ich, sollten Sie wirklich nichts Neues hier sehen. Bei Grundkursmathe, also jetzt im Vergleich, ich hatte auch Grundkursmathe in der Schule, sind bestimmte Dinge vielleicht, also man hatte die irgendwie auch, aber man hatte halt einfach weniger Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Die Idee des ganzen Vorkurses ist, halt diese Dinge zu wiederholen und ihnen auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber bei mir in Mathe in der Schule war halt so ein bisschen, ja, ist ja ganz nett, so, aber so richtig ernst haben wir es auch nicht genommen, weil man irgendwie dachte, das braucht man eh nie wieder. Das ist halt nicht so. Das sind schon Themen gewesen, die tatsächlich eine Bedeutung haben, die sie in Mathe gemacht haben. Und diese Bedeutung wird ihnen dann vermutlich vor allem im Verlauf des ersten Jahres erst so richtig klar werden. Die wird jetzt auch in diesem Vorkurs natürlich jetzt nicht so ganz klar werden, weil wir halt das nur als Vorbereitung für die eigentlichen Inhalte machen. Aber sie sollten es schon ernst nehmen, also im Sinne von, das war schon ernst gemeint mit der Ableitung und so. Also das war jetzt nicht so, damit sie was zu tun haben am Vormittag, während sie eigentlich lieber, weiß ich nicht, was Menschen heutzutage machen. Ich fange auch gar nicht erst an. Gut, also das ist so ein bisschen die Idee und wir fangen an mit einer Einheit, die ich Sprache und Logik genannt habe. Da geht es darum, erstmal klar zu vermitteln, was Mathematik eigentlich ist. Einigermaßen klar zu vermitteln, was Mathematik ist und will. Und dann um so ein paar grundlegende Symbolismen aus dem Bereich Logik, die dann auch immer mal wieder vorkommen. Also es ist alles, was wir in diesem Vorkurs machen, kommt immer wieder vor. Also das ist jetzt nichts, was ich jetzt Ihnen hier einmal zeige und dann war es nicht wieder gesehen, sondern es wird durchgängig Sie bis September nächsten Jahres begleiten und natürlich darüber hinaus, aber akut erstmal jetzt für das gesamte Jahr. Das betrifft auch die Masterstudierenden. Vor allem die in CLIP. Wer von Ihnen, ist jemand von Ihnen bei CLIP, klinische Psychologie und Psychotherapie? Nee. Weil dann betrifft es Sie nur für ein halbes Jahr, weil Sie dann andere Kurse haben, aber für im CLIP geht es auch noch weiter. Naja, aber das erzähle ich dann im Master nochmal alles getrennt. Gut, das ist die Outline für diese erste Session und der erste Teil heißt Mathematik ist eine Sprache. Das ist auch schon mal die Hauptaussage des Ganzen. Und dann schauen wir uns ein paar Grundbausteine mathematische Kommunikation an, nämlich drei Begriffe, Definition, Theorien, Beweis, die ganze Zeit vorkommen. Und wie gesagt, dann Aussagen, Logik und ein bisschen was zu Beweistechniken. Sie werden es sehen, dass alle meine Inhalte mit Selbstkontrollfragen versehen sind. Das sind so kleine Aufgaben. Meistens sind es einfach so Wiederholungsaufgaben, die Sie zur eigenen Kontrolle nutzen können, um zu schauen, ob Sie die Dinge verstanden haben, beziehungsweise das Lernziel erreicht haben. Wir werden auf die Selbstkontrollfragen zu den tatsächlichen Kursen im Wintersemester dann nochmal eingehen, weil die auch eine gewisse Bedeutung für die Klausur haben. Zu diesem Vorkurs gibt es einen Test am Freitagmorgen. Nee, zu diesem Vorkurs gibt es gar nichts. Deshalb sind die Selbstkontrollfragen ein Tafeltest. Es werden Leute hier nicht. Sorry. Es gibt keinen Test zu diesem Fokus und die Selbstkontrolle und die Inhalte sind auch
per se nicht klausurrelevant, nur halt, naja, Sie werden es dann sehen. Die spielen natürlich in die tatsächlichen klausurrelevanten Dinge dann mit hinein. Aber trotzdem wollen Sie sich jetzt für diese Selbstkontrollfragen erst nochmal keine Sorgen machen. Können Sie sich schon mal anschauen. Es wird auch die Lösung dazu noch geben. Aber ja, also die Selbstkontrollfragen haben jetzt für diesen Vorkurs erstmal nicht die riesige Bewandtnis, aber Sie können sich schon mal dran gewöhnen, wie das ist mit diesen Inhalten und Selbstkontrollfragen. Gut, dann zum Hauptpunkt dieser Einführung. Der Hauptpunkt dieser Einführung ist folgender. Es gibt in Deutschland, vielleicht auch auf der ganzen Welt, ich weiß es nicht, dieses Narrativ. Ich bin nicht naturwissenschaftlich oder mathematisch begabt, ich bin sprachbegabt. Oder es gibt dieses, ja, ich bin mathematisch begabt, so das kann ich alles gut, aber Sprachen, das kann ich nicht. Ich weiß nicht, ob es dieses Narrativ wirklich gibt. Ich kenne es aus meiner Zeit, da gab es das durchaus. Also das ist entweder so, ist man sprachbegabt oder man ist mathematisch begabt. Beziehungsweise, oder man kann irgendwie Mathe oder man kann nicht Mathe, so. Aber es kommt ja auch keiner daher und sagt, ich kann Englisch und übrigens, ich kann kein Englisch, sondern bei Englisch ist es dann so, ja, dann lerne ich halt Englisch oder Spanisch oder Latein am besten. Und der Punkt dieser Einführung ist klar zu sagen, dass Mathematik nichts anderes ist als eine Sprache. Also es macht keinen Sinn zu sagen, ja, mit Sprachen komme ich klar, aber mit Mathe nicht. Das ist sinnlos. Weil Mathe eine Sprache ist. Genauso ist es sinnlos zu sagen, ich kann Mathe, aber ich bin nicht gut mit Sprachen. Das geht auch nicht. Also, sie sind mit allem gut, um jetzt mal das positiv zu framen. Kannst natürlich auch anders framen, aber wir framen das jetzt. Sie können beides. Warum ist Mathe dann irgendwie wichtig im Rahmen eines wissenschaftlichen Studiums und insbesondere eines naturwissenschaftlichen Studiums wie der Psychologie? Weil Mathematik eben die Sprache der naturwissenschaftlichen Modellbildung ist. Und das ist sie sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Natürlich wird in der Wissenschaft hauptsächlich Englisch gesprochen. Aber auch wenn Englisch gesprochen wird, wird mathematisch gesprochen. Beispiele. Das erste Beispiel, was Sie kennen, ist F gleich m mal a. Das zweite Newtonsche Axiom. Also Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Das haben Sie irgendwie in der Physik 8. Klasse oder so gemacht. Wir werden es auch nochmal sehen bei psychologischen Forschungsmethoden. Das ist ja irgendwie so eine Formel. Also da steht irgendwie so ein F, da stehen gleiche Zeichen, da stehen M und MA heißt dann mal und so. Also das ist irgendwie so ein sprachlicher Ausdruck. Und das ist aber ein sprachlicher Ausdruck um etwas zu beschreiben, nämlich die Bewegung von Objekten in sehr idealisiertem Kontext. Wir werden da auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen in einer anderen Vorlesung. Hier haben Sie auch so einen mathematischen Ausdruck, irgendwie Maximum über diese QZ. Hier ist irgendwie so ein Integralzeichen, ein QZ, ein Logarithmus, irgendwas geteilt. Was das ist, ist das aktuelle zeitgenössische Modell für die Funktionsweise des Gehirns. Was das tatsächlich ist, ist ja, ein wichtiger Teil hinsichtlich der Variational Inference und eine Haupttheorie zur Funktionsweise des Gehirns sagt, dass das Gehirn Variational Inference macht und Variational Inference maximiert diese Evidence Lower Bound. Und das steht hier. Das verstehen Sie natürlich alles nicht, weil Sie nicht wissen, was Variational Inference ist und weil Sie auch nicht unbedingt, also hier steht ja auch nicht dabei, was das alles sein soll. Was ich damit nur sagen will, ist, dass man auch die Funktionsweise des Gehirns in mathematischer Sprache ausdrückt, wenn man Naturwissenschaft macht. So. Warum macht man das? Und was ist dann der Sinn von Mathematik? Also der Sinn von Mathematik ist Kommunikation. Man möchte mit anderen Menschen über die Welt reden, über die Dinge der Welt,
aber man möchte, und das ist halt vielleicht so ein bisschen das Besondere, man möchte sehr genau reden. Man möchte, also in der Alltagssprache, kennen Sie das? Wenn man sagt 9, dann ist schon mal die Frage an der Uni, CT oder nicht CT, also was denn nun genau? Und wenn man halt wissenschaftlich über Dinge der Welt sprechen will, dann ist es halt hilfreich, möglichst genau zu sprechen, damit die Kommunikation irgendwie auf Augenhöhe im Sinne von du verstehst, was ich meine und ich verstehe, was du meinst, funktioniert. Und da bietet Mathematik halt eine genaue Sprache an. Oft dann natürlich auch eine quantitative Sprache. Bei quantitativ ist ja auch der Anspruch, genauer zu sein. Natürlich kann man sagen, weiß ich nicht, das hier ist leichter als der Stuhl da oder was weiß ich, irgendwas ist schwerer als was anderes. Ist auch schon mal richtig, aber dann könnte man natürlich noch genauer sagen, das wiegt 300 Gramm und das wiegt 10 Kilo oder so. Also bei Mathematik mit Quantifizierung geht es ja vor allem dann auch um, oder da geht es dann halt auch um Genauigkeit. Diese Aspekte werden wir uns dann im Bereich der Messtheorie am Ende des Wintersemesters im anderen Kurs noch genauer anschauen. Also Mathematik dient dem genauen Sprechen. Und wenn man jetzt sich mit Mathematik auseinandersetzt, ist so die Leitfrage, das ist aber auch eigentlich eine wissenschaftliche Leitfrage, das ist jetzt gar nicht so mathematikspezifisch, was soll das heißen? Also Mathematik ist nicht das, was die Physiker machen. Die Physiker machen so, ja, hier F gleich mal A, das ist das Naturgesetz. Das ist mal Physiker und Mathematiker machen so F gleich M mal A. Mhm. Was soll denn F heißen? Was soll denn M heißen? So. Deshalb, dass man einen mathematischen Ausdruck nicht versteht, das ist Wesen des mathematischen Ausdrucks. Und deshalb geht es darum, sich immer zu fragen, was soll denn das heißen? So. Und wenn man da eine Antwort drauf hat, für sich selbst oder in Kommunikation mit anderen, dann ist schon mal viel geschafft. Natürlich benutzt Mathematik Symbole zur exakten und effizienten Beschreibung. Also zum Beispiel dieses Max hier heißt, maximiere diesen Ausdruck über alle möglichen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen über Z. Das war jetzt natürlich ein bisschen längerer Satz. Max QZ ist halt das in kürzer und effizienter gesagt. Ist natürlich vor allem dann effizient, wenn sowohl Sender als auch Empfänger wissen, was damit gemeint ist. Und da das aber so exakt und effizient ist, wird das halt von Menschen benutzt. Und wenn sie da mitreden wollen und verstehen wollen, was die Menschen so sagen, darüber, wie zum Beispiel das Gehirn funktioniert, dann müssen sie halt leider oder zum Glück, ich weiß es nicht, diese Sprache erlernen. Es gibt da noch so ein paar Besonderheiten, also gerade was so ein bisschen den Content dann auch von mathematischer Sprache angeht. Es ist teilweise abstrakt im Sinne von, es geht jetzt nicht, wenn es um, weiß ich nicht, Addition geht, dann geht es halt eben nicht um genau die Äpfel, die Sie gerade in Ihrer Schultasche haben, so, sondern es geht allgemein um die Addition von Früchten, vielleicht sogar Dingen oder vielleicht ja sowieso alles, was man irgendwie abbilden kann im mathematischen Raum und addieren kann. Das ist so ein bisschen, das hat jetzt nichts unbedingt mit Genauigkeit und Effizienz zu tun. Da geht es eher darum, so ein möglichst, es ist halt so eine Sprache, die versucht, möglichst allgemein zu operieren. Also ein Beispiel, ein gewisses Beispiel sind auch schon einfach so die Zahlen. Also wenn Sie die Zahlen 1, 2, 3 haben, auf Deutsch heißt das halt 1, 2, 3. Auf Englisch heißt es 1, 2, 3. Auf Französisch weiß ich nicht. 1, 2, 3. Ich kann das nicht. Spanisch, unos, dos, weiß ich nicht. Man muss das auch nicht mit so einem Akzent machen.
Und so weiter. Es sind halt immer andere Begriffe, aber mathematisch bleibt es immer das hier. Es sei denn, sie machen das dann so. So. Dann ist es halt was anderes, aber das macht ja dann auch keiner mehr. So. Also natürlich sind mathematische Dinge so ein bisschen so universal. Das ist ein bisschen so eine Universal-Weltsprache. So. Die aber gleichzeitig versucht, möglichst genau und verständlich vorzugehen. Und dieser universale Anspruch, der ermöglicht halt, Einsichten im Bereich der Mathematik gut auf andere Kontexte zu transferieren. Also das ist vielleicht auch noch so eine Besonderheit. Eine Besonderheit, die ich hier noch nicht aufgeführt habe, die im Skript aber steht, ist, dass mathematische Texte auch immer sehr hierarchisch sind. Das hat so die Konsequenz, oder was ich damit meine, ist, es wird am Anfang irgendwie erklärt, was irgendwas heißt, und an einer späteren Stelle wird die Bedeutung von diesem irgendwas benutzt und aufgegriffen, und wenn man nicht verstanden hat, was das Ding da am Anfang hieß, dann wird schwer, das zu verstehen, was dann kam, und so baut es sich halt wirklich hierarchisch wie ein Gebäude auf, sodass es, was das heißt dann nicht unbedingt, dass man bei der ersten Exposition zu diesen ganzen Sachen gleich alles von Anfang an komplett tief verstanden haben muss. Es kann auch helfen, erstmal so einen Überblick zu haben, aber so ganz erschließt sich das dann immer erst, wenn man wirklich von Anfang an die Dinge verstanden hat. Die Genauigkeit der mathematischen Sprache führt halt dazu, dass es in mathematischen Texten, wie auch diesem Skript oder diesen Folien oder auch dem, was ich Ihnen hier erzähle, relativ wenig Überflüssiges gibt und das Ganze eher nüchtern daherkommt. Dass es relativ wenig Füllmaterial gibt oder relativ wenig Wiederholung, das sowieso, also wenn man jetzt das alles nochmal wiederholen würde, dann würde es halt alles doppelt so lang dauern, sodass im besten Fall alles, was gesagt wird, auch wichtig ist. Also es ist nicht irgendwie, es ist alles kein Spaß, natürlich ist es alles ein Spaß, aber es ist jetzt nicht so, dass manche Sachen einfach mal so gesagt werden, die dann nicht an späterer Stelle irgendeine Bedeutung haben. Und das führt halt dazu, wenn Sie mathematische Texte lesen, dass das schon anstrengend ist, dass diese hohe Informationsdichte viel kognitive Energie erfordert. Das heißt, die Auseinandersetzung mit mathematischen Texten, mathematischen Inhalten, das ist Arbeit. Das ist nicht, ich lese es mir mal durch, dann habe ich es mir durchgelesen und dann ist gut, dann kann ich das, sondern man muss sich das halt erarbeiten. Ich habe ja in Hagen Fernuni technisch Mathe studiert, Bachelor. Da hat Frau Unger in ihrem Kurs geschrieben, einen mathematischen Text kann man nicht lesen wie einen Roman, man muss ihn sich erarbeiten. Und ich finde, das trifft das ganz gut. Also es ist mathematische Arbeit ist auch das Lesen von Texten. Und wenn man das mal als Arbeit benennt und nicht als irgendwas anderes, dann bekommt das auch einen anderen Stellenwert. Weil das halt viel Energie zieht, muss man zwangsläufig langsam und ruhig dabei vorgehen. Also man kann einfach nicht so einen mathematischen Text mal in 5 Minuten durchlesen und dann haben wir es verstanden und alles ist gut, sondern da steckt halt wirklich viel Information drin, über die man nachsinnen muss, und das da braucht man Langsamkeit, natürlich auch Wiederholung und Ruhe zu. Also da sollten Sie jetzt nicht irgendwie wundern, wenn Sie das Gefühl haben, ich brauche ewig so einen Text zu verstehen. So sind diese Texte. Ein wichtiger Punkt noch zu Mathematik als Sprache. Wenn Sie Mathematik lernen möchten oder müssen, aber Sie möchten es eigentlich, weil Sie wollten ja Psychologie studieren, das hat Sie ja keiner gezwungen, Psychologie zu studieren, wenn Sie diese Sprache lernen möchten,
dann sollten Sie halt die Strategien benutzen, die Sie zum Lernen einer Sprache schon kennen. In der Schule, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber da war es so ein bisschen anders. Da musste man irgendwie die Sprache, die Mathe-Sprache, das war irgendwie schon ein bisschen anders. Ich weiß auch nicht warum. Also erstens war es vielleicht ein bisschen sehr viel weniger Inhalt und es wurde halt, ja, also wenn Sie später in Englisch einen neuen Text gelesen haben, dann waren da irgendwie so 10 neue Vokabeln drin. Und dann wurde ihnen dann irgendwann gesagt, ja, hier, we have three new words. Und dann haben sie da eben diese drei neue Worte, wurde ihnen gesagt, das heißt das, das heißt das, das heißt das. Und dann haben sie diesen Text gelesen, also sowas bei uns. In Mathe, wenn es ein neues Wort gab, haben sie da mehrere Stunden Übungsaufgaben zugemacht und immer noch eine Aufgabe und noch eine Aufgabe, sodass sie da vielleicht nicht so gemerkt haben, wie sie Vokabeln gelernt haben. Also so erkläre ich mir irgendwie diese unterschiedliche Wahrnehmung von Spracherwerb und Matheerwerb in der Schule. Letztlich ist es aber genau das Gleiche und wenn Sie Unimathematik jetzt lernen, dann ist es halt nicht so, dass für jeden neuen Begriff viele Stunden aufgebracht werden, in denen das nochmal und nochmal vorgekaut wird, sondern es wird ihnen einmal erklärt und dann wird davon ausgegangen, dass sie das sich selbst dann weiter erklären bzw. sich das bei ihnen verfestigen kann. Das bedeutet insbesondere, dass sie bei Mathe an der Uni Dinge auswendig lernen sollen. Das ist halt so. Früher, also ist alles so aus meiner Historie, aber da hieß es immer, ja, Mathe, da muss man nicht auswendig lernen, Mathe muss man verstehen. Da braucht man nichts auswendig lernen. Und es ist tatsächlich so, wenn man die Sachen gut verstanden hat und auswendig gelernt hat und dann aber auch gut verstanden hat, dann bleiben die sehr fest bei Mathe. Das muss man schon sagen. Also man vergisst sie nicht so leicht wie Vokabeln, aber man muss sie auch erstmal lernen. Und man kann und muss, und so sind auch Selbstkontrollfragen strukturiert, die Sachen auch erstmal auswendig lernen, damit man sie im anderen Kontext dann wiedererkennen kann und verstehen kann. Dann gehört natürlich dazu, Texte zu lesen und zu übersetzen, also sich selbst zu sagen, ja, was soll das heißen? Und dann in anderen Worten das nochmal zu sagen. Klar, dann gehört irgendwie dazu, die Sprache mündlich anzuwenden, was bei Mathematik gar nicht so einfach ist, also über Mathe zu sprechen, weil es halt, also es geht halt, die Genauigkeit geht dann manchmal doch ein bisschen verloren, wenn man darüber spricht, mündlich, aber man kann es trotzdem durchaus tun und es hilft auch, die Dinge mal auszusprechen, gerade so in Diskussionen mit ihren Kommilitonen. Dann natürlich schriftlich anwenden, aber das, ja, das werden sie sowieso. Und das Entscheidende eigentlich, wie beim Lernen jeder Sprache, ist in den Sprachraum eintauchen. Also wenn Sie jetzt, Sie wüssten genau, Sie wollen Spanisch lernen, na gut, machen Sie einen Spanischkurs und machen ein Semester in Barcelona. Dann wissen Sie, da lernen Sie gut Spanisch. Und wenn Sie jetzt Mathe lernen wollen, dann, weiß ich nicht, brauchen Sie nirgendwo hinfahren, sondern Sie müssen sich einfach in den Sprachraum eintauchen, heißt sich den Dingen exponieren. Ohne dass man jetzt, also wenn Sie eine Sprache in dem entsprechenden Land lernen oder in irgendeinem Land lernen, dann lernen Sie ja viel so durch Zufälligkeiten. Und nicht dadurch, dass sie sich jetzt an ihren Schreibtisch setzen. Und genauso schnappen sie natürlich auch viele Dinge auf, wenn sie in den entsprechenden Sprachraum eintauchen. Also was weiß ich, sich YouTube-Videos zu bestimmten mathematischen Inhalten anschauen, andere Dinge lesen, zu anderen Veranstaltungen gehen, in denen auch über die Dinge gesprochen wird und so weiter und so fort. Das hilft natürlich auch. So. Gut. Ja. Das ist doch vielleicht ein guter Punkt für eine erste Pause. Gibt es dazu erstmal Fragen zu der Idee von Mathe als Sprache? Wer kennt dieses Narrativ von Mathematikbegabung versus Sprachbegabung? Okay, also es gibt das noch. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Schwachsinn. Es ist völliger Schwachsinn. So. Um das mal so zu sagen.
Genau, also glauben Sie das nicht, Mathematik ist eine Sprache und Sie können jede Sprache lernen und es gibt da keinen Unterschied. Also, und das ist wirklich, das ist jetzt auch, das ist überhaupt kein Spaß oder soll irgendwie so, ist irgendwie so gemeint, wie ich versuche Sie hier zu reinzutricksen, dass Sie vielleicht dann doch Mathe oder so. Nein, es ist wirklich eine Sprache. Es ist einfach und es ist halt auch Leute, die. Man kann auch mathematisch sprechen und mathematisch arbeiten. Zum Beispiel Juristen arbeiten auch recht mathematisch, muss man sagen. Also stark an Definitionen und an der Frage, was so Dinge heißen und so weiter. Also das ist wirklich so, wie es ist. Und das wäre gut, wenn das dann auch mal in den Schulen so ankommen würde. Gut, dann machen wir mal eine Viertelstunde Pause und schauen uns dann die ersten Grundbausteine mathematischer Kommunikation an. Gut, dann machen wir weiter. Gibt es erstmal noch Fragen zu letzter Stunde oder Klärungsbedarf, Kritik, irgendwas? Konstruktive oder destruktive Kritik? Nein? Ja, noch. Das ist schön, aber sehr, aber genau, das brauchen Sie nicht haben. Angst sollte bei diesen ganzen Sachen nicht. Es sollte alles emotionslos ablaufen. Es macht keinen, also wirklich, also über mathematische Inhalte, da soll man nicht emotional rangehen. Außer, dass man die Schönheit bewundert. Sowas. Gut, dann schauen wir uns jetzt als nächstes Grundbausteine mathematischer Kommunikation an. Was ich damit meine, sind im Wesentlichen drei Begriffe: Definition, Theorem und Beweis. Das sind Begriffe, die letztlich den gesamten Inhalt von dem, was wir unterrichten, gliedern. Also es gibt immer irgendwie eine Definition von irgendwas. Dann gibt es manchmal ein Theorem zu irgendwas und wenn es ein Theorem gibt, dann sollte es eigentlich immer auch einen Beweis geben. Manchmal verzichten wir auf die Beweise, aber das sehen Sie dann. Und genau, und das ist auch so das Erste hinsichtlich Mathematik ist eine Sprache. Es wird eigentlich so das gesamte erste Jahr darum gehen, Begriffe einzuführen. Und also immer so, dann lernen Sie, was weiß ich, dann lernen Sie sowas wie Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Dann lernen Sie den Begriff der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion kennen. Und dann, das ist halt so immer wie eine Vokabel lernen. Und jetzt kommen halt die ersten Begriffe. Und die ersten Begriffe sind Definition, Theorem und Beweis. Das sind jetzt keine formalen Definitionen dieser Begriffe, sondern so ein bisschen ja, Erläuterung, was damit gemeint ist. Die Folien, wie Sie hier auch sehen, sind vor allem als Lernmaterialien gedacht, jetzt nicht unbedingt als super visually pleasing im Vorlesungskontext, also Fließtext auf Folien, das macht man ja eigentlich nicht. Aber hier mache ich das schon, weil es halt auch sind halt letztlich auch so Karteikarten, die Sie zum Lernen benutzen können. Deshalb sieht das so aus. Also, was meint man oder was meinen wir dann immer im Folgenden, wenn wir eine Definition geben? Definitionen sind Grundannahmen von mathematischen Systemen, die innerhalb des Systems nicht begründet werden oder auch nicht von irgendwas abgeleitet werden. Also die sind halt einfach da und werden benutzt. Inwieweit Definitionen innerhalb der Mathematik, wir werden da nochmal viel drauf eingehen, was Mathematik eigentlich ist. Mathematik ist eine Formalwissenschaft, also das sind alles von Menschen erdachte Dinge, über die man dann weiter nachdenken kann. Aber was das heißt, das schauen wir uns noch später an. Diese Definitionen, die müssen jetzt erstmal überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, sondern es sind einfach Sprachregelungen, Definitionen von ausgedachten Dingen. Ob eine Definition nun gut ist oder nicht, ist gar nicht so davon abhängig, inwieweit eine Definition irgendwas mit der Wirklichkeit zu tun hat, sondern inwieweit sie innerhalb des mathematischen Systems, um die es dann geht, um das es dann geht, nützlich ist und hilfreich ist. Wenn Sie auf Definitionen treffen, und das werden Sie, dann
ist generell, denkt man, boah, die Definition ist so lang alles, boah, und das muss man alles merken. Erstmal ein bisschen Entspannung und Ruhe und erstmal sich freuen, dass da so eine Definition steht, dass wenigstens klar geregelt ist, was irgendwas heißen soll, weil sie werden auch in anderen Bereichen, hat man das ja oft damit zu tun, dass über Dinge geredet wird und keiner weiß, wovon eigentlich geredet wird. So, und das ist dann extrem frustrierend, wenn man über Dinge spricht, aber keiner weiß, was damit eigentlich gemeint ist. Künstliche Intelligenz. Sowas. Und im Rahmen hier dieser Kurse ist es erstmal hilfreich, eine Definition auswendig zu lernen, damit zu leben und erstmal positiv gegenüber einer Definition eingestellt zu sein. Es mag sein, wenn Sie dann die Definition im Gesamtkontext des Ganzen sehen, dass Sie dann irgendwann denken, naja, eigentlich müsste man das ein bisschen anders definieren. Eigentlich müsste man auch das und das sagen und das ist hier nicht definiert und so. Das ist auch alles richtig und dann beginnen Sie halt selbst mathematisch konstruktiv zu werden. Aber das kann man halt nicht, wenn man das erste Mal auf eine Definition trifft. Da kann man sie halt erstmal nur akzeptieren, aber natürlich im Kopf behalten, okay, das ist deine Definition davon. Schauen wir mal, ob das dann alles Sinn macht, was du mir erzählst. Und wenn das dann irgendwo nicht mehr Sinn macht, dann kann man sagen, ja, in der Definition müsste man dies und das ändern. Das erstmal zum Begriff der Definition. Wir werden öfter natürlich auch Symbole benutzen und dann Symbole oder Variablen als irgendwas definieren. Und dazu benutzen wir dieses Doppelpunkt-Gleichheitszeichen. Also wenn Sie zum Beispiel das hier sehen, A, Doppelpunkt Gleichheitszeichen 2, bedeutet das, dass A als 2 definiert wird. A ist dann auch 2, aber dass A 2 ist, folgt nicht aus irgendwas, sondern das wurde so definiert. Das ist nicht, A ist nicht 2, weil, weiß nicht, 2 mal A 4 ist oder so. Das ist hier nicht der Punkt, sondern A ist 2, weil The Creator gesagt hat, dass A gleich 2 ist. Wenn Sie programmieren dann, und Variablen deklarieren, dann kennen Sie das da, definieren Sie das immer genauso. Das ist eh analog hier. Also das ist erstmal der Begriff der Definition. Vielleicht springe ich einen kurz nach vorne. Es gibt einen bisschen ähnlich gelagerten Begriff, das ist der Begriff des Axioms, den benutzen wir aber nicht. Axiome sind unbeweisbare Theoreme, also unbeweisbare mathematische Sätze, in dem Sinne, als dass sie als Grundannahmen zum Aufbau mathematischer Systeme dienen. Der Übergang zwischen Definition und Axiom ist oft fließend und Axiome trifft man vor allem so in ja, sehr mathematisch grundlegenden Texten und deshalb, ja, das klingt, für mich klingt Axiom so ein bisschen zu sophisticated, zu doll für die Dinge, mit denen wir uns hier beschäftigen. Deshalb nennen wir alles Definition. Wir definieren halt Dinge, das sind die Grundannahmen, da fangen wir an. Es gibt manche Dinge, die wir dann vielleicht auch mal Axiomen nennen, weil die in der Literatur immer Axiomen heißen, aber ja, wir benutzen im Wesentlichen den Begriff der Definition. Definitionen sind insofern auch unproblematisch, als es da gibt, außer dass man möglichst die Worte versteht, die in der Definition vorkommen, jetzt erstmal auch nicht viel zu verstehen, sondern das ist halt so, das ist ein Haus. Und dann ist da so ein Haus und dann, ja, dann ist das halt so. Anders ist es mit Theoremen. Theoremen sind mathematische Aussagen, die aus anderen Theoremen oder Definitionen folgen, logisch, und dann mit Hilfe von Beweisen als richtig oder wahr, wie es nochmal heißt, erkannt werden können. Das sind sozusagen die Ergebnisse der Mathematik. In der Schule haben Sie das vielleicht kennengelernt unter dem Begriff Satz. Im Deutschen heißt das auch oft Satz, also auch in den unimathematischen Texten. Ich finde den Begriff Satz so ein bisschen seltsam, weil irgendwie sind alles Sätze. Und deshalb der englische Begriff ist Theorem und deshalb benutze ich den durchgängig.
Bei Theorem ist es so, dass das, was wir mit Theorem machen, sind halt Dinge, die oft in der Anwendung eine Rolle spielen. Und deshalb macht es auch Sinn, Theoreme auswendig zu lernen. Genau, also weil das sind schon so wichtige Ergebnisse. Das sind dann so Dinge, die sich aus unter bestimmten Voraussetzungen ergeben und dann hilfreich sind. So. Natürlich werden Sie ganz viele Beispiele von Theoremen sehen und dann wird das natürlich noch sehr viel klarer, was damit gemeint ist. In Theoremen kommen dann eher Gleichungen vor, im Sinne des Gleichheitszeichens. Also hier wieder das Beispiel a gleich 2, ist dann eine Folgerung aus irgendwas anderem. Zum Beispiel 2 mal a ist 4, dann ist a wohl 2. Also a gleich 2 folgt aus irgendwas. Es ist nicht definiert als irgendwas. Diese Unterscheidung zwischen diesen beiden Symbolen, definiert als und gleich als irgendetwas, die wird jetzt nicht von allen Autorinnen überall immer komplett durchgehalten. Ich gebe mir Mühe, das zu tun. Hier und da, wenn Ihnen mal auffällt, dass das eigentlich eine Definition ist und keine Gleichung, dann können Sie mich da auch gern oder sollten Sie mich auch darauf hinweisen. Also das ist gerade, also zum Beispiel in Physik, Mathe, denen ist sowieso alles egal. Also da sehen Sie dann oft auch nicht dieses Definitionszeichen. Ich versuche schon die meiste Zeit durchzuhalten, aber es kann schon sein, wenn Sie andere Texte lesen, dass da Definitionen gemeint sind, aber mit dem Gleichheitszeichen geschrieben werden. Das vielleicht so als Hintergrund. Das sind also Theoreme, also so mathematische Aussagen, die aus irgendwas anderem folgen. Und wie diese Dinge aus etwas folgen, das geschieht in Beweisen. Beweise sind logische Argumentationsketten, die auf bereits bekannte Definitionen und Theoreme zurückgreifen, um die Wahrheit, Wahrheit ist ein komischer Begriff, also für mich ist das eher die Richtigkeit eines Theorems zu belegen. Mit Beweisen ist es so, es gibt so verschiedene Art und Weisen von Beweisen. Manche sind kurz und wenn sie recht kurz sind, dann schauen wir uns die auch an und dann hilft es auch, sich die Beweise anzuschauen, weil man dann die Bezüge zwischen den Begriffen versteht und nochmal bestimmte Begriffe wiederholt und so weiter. Wenn ein Beweis wirklich lang ist, dann macht es meistens sehr viel Arbeit, diesen Beweis komplett nachzuvollziehen, also diese Argumentationskette zu verstehen. Und am Ende kommt doch das raus, was man schon von Anfang an natürlich wusste, was die Aussage des Theorems ist, sodass wenn die Beweise lang werden, dann tragen sie gar nicht mehr so viel zum Verständnis bei, sind dann manchmal auch wirklich technischer Natur. Wir verzichten auch oft auf Beweise, weil after all machen wir angewandte Mathematik und nicht Mathe. Aber Beweise sind schon wichtig, weil Mathe, klar, Definitionen sind irgendwie motiviert durch irgendwas, aber Theoreme kann man schon begründen. Also Beispiel, dass die t-Zufallsvariable, die Sie noch nicht kennen, dass die einer t-Verteilung folgt, das ist nicht einfach so gegeben, sondern das folgt daraus, dass Daten normal verteilt sind, auch wenn Sie noch nicht wissen, was das heißt. Aber das hat Gründe innerhalb von mathematischen Systemen. Und wenn man weiß, was die Gründe sind und zumindest eine Idee hat, woher die Dinge kommen, dann macht das Gesamte auch mehr Sinn. Und klar sind es dann immer noch eine Sammlung von Definitionen, aber das, was aus diesen Definitionen folgt, das macht Sinn. Und wenn man dann nie über Beweise redet, dann und warum Dinge so sind, dann kann man natürlich auch schlecht verstehen, warum Dinge so sind. Mit Beweisen ist es so, die braucht man nicht auswendig lernen. Es ist aber, wie gesagt, wenn sie kurz sind, sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen, weil sie oft gute Wiederholungen geben. Und außerdem lernt man auch in Beweisen so ein bisschen logisch zu argumentieren und ein bisschen logisch zu denken, was immer Logik genau heißen soll. Aber wenn sie lang sind und wenn sie das Gefühl haben, boah, mit diesem Beweis braucht eine Stunde, das zu verstehen, dann kann man auch mal sagen, dann lassen sie es erstmal aus. Man will sich, wenn man Beweise anschaut, auch nicht in Details verlieren und sich dann irgendwie
Es geht eigentlich, weiß ich nicht, um Datenanalyse und dann fragt man sich stundenlang, was eine Quadratwurzel ist oder sowas. Dann auch manchmal ist es dann auch gerade nicht so wichtig. Also da muss man so ein bisschen seinen Weg finden. Generell helfen Beweise, halt Bezüge und Erläuterungen und dem Verständnis unheimlich, weil das ist halt gerade das Verständnis oder die Gründe, warum Dinge so sind, wie sie sind. Es gibt halt auch nur in Mathe wirklich Beweise. In empirischen Wissenschaften gibt es halt eher nicht keine Beweise, weil das sind halt dann eher empirische Ergebnisse. Gut, gibt es erstmal zu den Begriffen Definition, Theorem, Beweis momentan Fragen? Wir werden sehr viele Beispiele natürlich davon sehen. Durchgängig. Es gibt noch drei andere Begriffe. Axiom hatte ich eben schon kurz erzählt. Das ist sowas wie eine Definition. Es gibt die Begriffe der Lemmata, Korollare. Oder so, oder den Begriff des Korollars und den Begriff der Vermutung, die Sie in mathematischen Texten sehen. Ich benutze alle drei oder alle vier auf dieser Seite nicht. Lemmata sind Hilfstheoreme, also es sind so Theoreme, aber die werden von den Menschen als nicht so wichtig eingeschätzt und werden auch bewiesen, aber sind dann doch nicht so wichtig und deshalb heißen sie nicht Theoreme, sondern Lemma. Und ja, ist ein zusätzlicher Begriff. Wo man sich immer fragen kann, warum ist das jetzt ein Lemma und kein Theorem? Und deshalb verzichten wir darauf. Korollare sind auch sowas wie Theoreme, die dann meist in so richtig mathematischen Texten oder in so standardmathematischen Texten, sagen wir mal, aus anderen Theoremen folgen mit einem einfachen Beweis. Und ja, das sind dann so leichte Folgerung, so versteht man das, aber es ist auch, dann kann man sich auch fragen, warum ist das jetzt eine leichte Folgerung? Und manchmal sind die Korollare auch wichtiger als die eigentlichen Theoreme und das wird dann alles irgendwie so, man fragt sich, warum wird das so, warum diese verschiedenen Ausdrücke, also die werden alle nicht benutzt, genauso wenig wie der Begriff der Vermutung. Das sind halt so reine mathematische Vermutungen, kennen Sie vielleicht aus der Zahlentheorie und Peter Scholzen und so. Von denen unbekannt ist, ob sie bis jetzt unbekannt ist, ob sie beweisbar oder widerlegbar sind. Aber damit beschäftigen wir uns gar nicht. Also Axiome, Lemmata, Korollare und Vermutung treten bei uns nicht auf, sondern nur Definition, Theoreme und Beweise. Gut, das sind also diese Grundbausteine, die dann durchgängig benutzt werden, um ja, letztlich mathematische Inhalte und mathematischen Text zu strukturieren. Irgendwelche Fragen? Scheinbar nicht. Dann fangen wir an mit einigen grundlegenden Dingen zur Aussagenlogik. Es gibt verschiedene Logikarten und diese Aussagenlogik, die ist schon ziemlich oldschool. Also Anfang des 20. Jahrhunderts hat man schon höhere logische Ordnung eingeführt und komplexere logische Systeme entworfen. Das, was wir machen, das ist so das so Low-Level-Grundstudium Aussagenlogik. Wo spielt das eine Rolle und wofür braucht man das? Das spielt bei uns jetzt konkret, gerade im Rahmen des Vorkurses, bei Mengenoperationen eine Rolle, dass man weiß, was ist das logische Und, was ist das logische Oder. Dann kommt mit Logik diese Begriffe von hinreichenden und notwendigen Bedingungen. Das kennen Sie alle von Kurvendiskussion, beziehungsweise Finden von Maxima, Minima, also Extremstellen von Funktionen. Das nennen wir hier Optimierungsbedingungen von Funktionen. Da spielt das rein. Wer von Ihnen hat programmiert, kann programmieren? Immerhin. Deutschland 2023. 1 von 70 Menschenkindern. Ich hatte jetzt 1 gesagt.
hat ihn irgendwann mal programmieren gesehen. Ja, komisch, das ist immer noch nicht, aber das ist alles Belindas Dings. Wenn Sie If-Statements machen, dann kennen Sie natürlich auch logische Operationen, also das logische Und oder bei der Programmierung kennen Sie. Und werden Sie kennenlernen oder kennen Sie und die anderen werden das kennenlernen im Rahmen der Einführung des empirisch-wissenschaftlichen Arbeiten, was 2023 heißt, mit einem Computer zu programmieren. Da kommt Aussagenlogik vor. Dann werden wir in den psychologischen Forschungsmethoden darüber nachsinnen, was es denn heißt, etwas zu messen psychologisch. Also zum Beispiel einen psychologischen Test zu machen. Und dieser Bereich der Messtheorie, psychologische Messtheorie, ist stark durch die Aussagenlogik geprägt. Und dann spielen natürlich Logik irgendwie in diesen Beweisketten immer eine Rolle. Also natürlich basiert die gesamte Mathematik auf Logik, aber wie tief man dann da immer einsteigt und welche logischen Begriffe man benutzt, in bestimmten Sachen hängt dann auch, und in bestimmten Kontexten hängt dann auch davon ab, wie es halt gerade ausgewählt ist. Tatsächlich ist das jetzt im Vorkurs das erste Mal, dass ich auch ein bisschen was zur Logik mache. Das ist so das komplette Standardrepertoire, was man in Logik macht. Nicht im Grundstudium, sondern eigentlich in so Vorkursen. Von den Mathe-Leuten oder Mathe-Leistungsdingen, haben Sie da was mit Logik gemacht? Also logisches Und, logisches Oder so die Begriffe Implikation, Äquivalenz und sowas, das mal erklärt. Wahrheitstafeln? Nö. Ja, muss man auch nicht machen, kann man machen. Es geht auch ohne so, aber man versteht es ein bisschen besser, wenn man es dann mal gesehen hat und bestimmte Zeichen und so erklären sich dann auch ein bisschen besser. Genau, also letztlich basiert natürlich das alles an Mathematik basiert auf irgendeiner Definition und der logischen Herleitung von Dingen aus diesen Definitionen. Da können Sie auch mal gucken, inwieweit das funktioniert und ob logische Systeme immer geschlossen sind. Und dann kommen Sie bei Gödel's Unvollständigkeitssatz an und so weiter. Ist auch alles sehr interessant, aber wir müssen halt erstmal so ein paar basale Grundbegriffe da irgendwie Ihnen mit auf den Weg geben. Gut, also das soll so ein bisschen zur Motivation dienen, warum wir uns mit Aussagenlogik beschäftigen. Und dann schauen wir uns das dann auch mal an und beginnen mit einer ersten Definition, nämlich dem Begriff der Aussage. Eine Aussage ist ein Satz, dem eindeutig die Eigenschaft wahr oder falsch zugeordnet werden kann. Das sollten Sie jetzt verstehen im Sinne einer Definition. Also, das ist eine mathematische Definition, das ist keine Aussage darüber, ob nun Dinge wirklich wahr oder falsch sind. So. Also, dass 3 plus 1 gleich 4 ist, das ist irgendwie eine mathematische Aussage und Sie würden mir auch zustimmen, dass 3 plus 1 gleich 4 richtig ist oder wahr. Aber warum? Keine Ahnung, habe ich irgendwie so gelernt. 3 plus 1 ist 4, 3 plus 2 ist 5. So, dass jetzt Dingen Wahrheit oder Richtigkeit zugeordnet werden kann, ist eine Annahme. Das überhaupt so, also wenn Sie jetzt an die Alltagssprache denken, dass Aussagen immer richtig sind oder immer falsch sind, wenn man jetzt empirisch denkt, ist halt auch nicht so. Also man hat halt eine gewisse Evidenz dafür, dass bestimmte Dinge so sind. Meinetwegen Klimawandel und CO2-Ausstoß führt zur Erderwärmung. Da gibt es natürlich Evidenz dafür. So. Und vielleicht auch viel Evidenz. Ob das nun komplett wahr ist oder wie andere Leute denken, falsch ist, weiß man nicht.
Das sind so Dinge, die dann in Wissenschaft interessant werden. Da reden wir dann auch noch mal ein bisschen länger drüber, was Wissenschaft ist und so weiter. Hier nehmen wir erstmal so hin, dass man bestimmten Aussagen so zwei Dinge zuordnen möchte, nämlich entweder die Eigenschaft wahr, also richtig, oder die Eigenschaft falsch. Und wir kürzen wahr mit W ab und falsch mit F. Wenn man die reellen Zahlen betrachtet, was das ist, sehen wir dann später noch, ist zum Beispiel die Aussage 1 plus 1 gleich 2 richtig und die Aussage 1 plus 1 gleich 3 ist falsch. Aber nochmal, die Binarität des Wahrheitsgehalts von Aussagen ist eine Annahme. Definitionen sind immer wahr, da muss man jetzt nicht anfangen, drüber nachzudenken, ob jetzt Definitionen wahr sind oder falsch. Definitionen sind per Definition immer wahr. Das ist rekursiv. Ich glaube, das funktioniert nicht, das so zu sagen, aber gut. Die Frage ist natürlich, was für Aussagen geht es, und wir werden halt unterschiedliche Arten von Aussagen sehen. Sie haben jetzt hier schon so Gleichungen als Aussagen kennengelernt. Man kann dann im Bereich der Logik, geht man dann jetzt so vor, wir haben jetzt definiert, was eine Aussage ist. Also irgendwas, irgendein Statement, ein Satz, der wahr oder falsch sein kann. Dann kann man, wenn man sowas hat, weitere Dinge definieren. Und als erstes zum Beispiel die Negation. Das funktioniert so, wenn A eine Aussage ist, dann ist die Negation von A die Aussage, die falsch ist, wenn A wahr ist, und die wahr ist, wenn A falsch ist. Diese Negation von A wird mit nicht A, das ist dieser komische rechte Winkel hier, nicht A notiert und als nicht A ausgesprochen. Beispiele: wenn die Aussage ist, die Sonne scheint, dann ist die Negation dieser Aussage, die Sonne scheint nicht. Wenn die Aussage ist, 1 plus 1 ist gleich 2, dann ist die Negation davon, 1 plus 1 ist nicht 2. Die Negation der Aussage, x ist größer als 1, ist die Aussage, x ist kleiner oder gleich 1. So. Was man dann immer benutzt in diesem Bereich der Aussagenlogik, sind solche Wahrheitstafeln. Da hat man erstmal hier die Aussage. Und eine Aussage kann nun entweder wahr oder falsch sein. Das sind die beiden Möglichkeiten. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht, weil per Definition Aussagen entweder wahr oder falsch sind und nicht ein bisschen wahr oder ganz doll wahr oder ein bisschen falsch, aber mittelwahr, sondern sie sind wahr oder falsch. Schwarz oder weiß, 0 oder 1, wie nichts im Leben, aber diese mathematischen Aussagen halt. Und dann kann man sich überlegen, und so funktioniert dann diese Aussagenlogik, mit der wir uns hier heute beschäftigen, kann man sich überlegen, wenn man jetzt sowas anderes hat, hier zum Beispiel die Negation dieser Aussage, wenn A wahr ist, was ist dann nicht A? Na, das muss dann falsch sein, weil so ist ja definiert, sie ist falsch, wenn A wahr ist. Wenn A falsch ist, dann ist die Negation von A wahr. Gut. Gibt es dazu erstmal Fragen zum Begriff der Aussage und ihrer Negation? Gut. Dann kann man jetzt anfangen, das war jetzt mit einer Aussage. Wir haben gesagt, was eine Aussage ist. Das ist irgendwie so ein Statement, ein Satz, der richtig oder falsch sein kann, wahr oder falsch sein kann. Ich meine, wahr irgendwie nicht, merke ich, wenn ich darüber spreche. Aber das ist der übliche Begriff, den man benutzt. Und wir haben die Negation gesehen, die dann das Gegenteil hinsichtlich ihres Wahrheitsgehaltes ist, wie die eigentliche Aussage. Und jetzt schauen wir uns an, was passiert, wie man zwei Aussagen verknüpfen kann. Und dazu schauen wir uns an die Disjunktion und die Konjunktion. Wir wollen jetzt also logische Aussagen miteinander verknüpfen. So, das ist also zwei Aussagen irgendwie zusammenbringen und gucken, wenn wir eine Aussage haben A und eine Aussage B und dann tun wir die zusammen, dann kommt irgendwie eine dritte Aussage raus. Und je nachdem, wie wir die zusammentun, was ist diese dritte Aussage, was ist mit deren Wahrheitsgehalt?
Also A und B seien Aussagen. Die Konjunktion von A und B ist die Aussage, die dann und nur dann wahr ist, wenn A und B beide wahr sind. Nee, die dann und nur dann wahr ist, wenn A und B beide wahr sind. Die Konjunktion von A und B wird A und B, das ist hier dieses Dreieck, logisches und, kann man es auch aussprechen. Genau, es gibt, so verschiedenste Merkregeln. Ich glaube, eine ist, dass man dieses Zeichen, da kann man so ein A draus machen und das ist dann AND oder so. Ich glaube, da gibt es immer noch andere. Also fürs Deutsche ist es ja gar nicht so gut. Entscheidend ist bei dieser Definition, was ist mit der Wahrheitstafel, also diese A- und B-Aussage, die aus A und B zusammengesetzt ist, welchen Wahrheitswert nimmt die an in Abhängigkeit von den Wahrheitswerten von A und B. Und in der Definition steht ja nun, dass diese Konjunktion nur dann wahr sein soll, wenn beide wahr sind. Und dann kann man sich überlegen, was sind die verschiedenen Werte, die die Aussagen A und B haben können. Natürlich kann A wahr sein und B auch wahr. Dann ist die Definition hier erfüllt, beide sind wahr und die Konjunktion soll auch wahr sein. Sie soll aber auch nur dann wahr sein. Wenn wir uns jetzt anschauen, den nächsten Fall, A ist immer noch wahr und B ist jetzt falsch, das ist eine falsche Aussage. Dann, weil es nur in diesem Fall das wahr sein soll, ist A und B falsch. Wenn jetzt A falsch ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten, was B sein kann, nämlich wahr oder falsch. Aber in jedem Fall war ja A schon falsch, also ist das ja auch falsch. Beispiel, die Aussage 2 ist größer gleich 1 ist wahr und die Aussage 2 ist größer als 1 ist auch wahr. Also stimmt ja. Also ist die Aussage 2 ist größer gleich 1 und 2 ist größer als 1 wahr. Die Aussage 1 ist größer als 1 ist wahr, weil 1 ja gleich 1 ist. Die Aussage 1 ist größer als 1 ist aber falsch, weil 1 ist ja gleich 1 und nicht größer als 1. Also ist die Aussage 1 ist größer gleich 1 und 1 ist größer als 1 falsch. Sehen Sie das wirklich pragmatisch? Also man darf auch nicht zu viel drüber nachdenken. Sehen Sie diese Definition als Konjunktion, diese Konjunktionsdefinition im Wesentlichen als Definition von dieser Spalte hier. Also wenn das wahr ist und das wahr ist, dann ist das wahr. Wenn das wahr ist und das falsch ist, dann ist es falsch und so weiter und so fort. Wenn Sie programmiert haben, haben Sie mal If-Statements gemacht, dann haben Sie das gesehen, wenn Sie mit einem Und-Zeichen, haben Sie das gesehen? Gut. Wenn Sie es mit dem Und zeigen, wenn Sie testen, ist diese eine Variable größer als irgendwas und ist dieser, also if Input, also wenn, was weiß ich, wenn der, meinetwegen, Sie haben irgendwas programmiert, wo die User Input geben, wenn das kein String ist, also die sollen ihren Namen eingeben und wenn es kein String ist und was weiß ich, wenn noch irgendwas anderes ist, dann soll das gemacht werden, aber nur in diesem Fall. Und da wird man auch sowas benutzen. Aber das werden Sie bei If-Statements dann auch im Programmieren nochmal sehen. Die Disjunktion, also das war das logische Und. Gibt es da erstmal Fragen zu? Nein. Die Disjunktion ist das logische Oder. Und das Wichtigste, was man beim logischen Oder beachten muss, ist, dass das ein nicht exklusives Oder ist. Und was damit gemeint ist, das schauen wir uns jetzt an. A und B seien Aussagen, dann ist die Disjunktion von A und B die Aussage, die dann und nur dann wahr ist, wenn mindestens eine der beiden Aussagen A und B wahr ist. Die Disjunktion von A und B wird A oder B, wird also mit dem V hier gesprochen, A oder B bezeichnet. In der Schule, das einzige Mal, glaube ich, als das vorkam, war, als wir binomische, ja, wie heißt das, PQ-Formel, quadratische Ergänzung und sowas gemacht haben, da war dann immer so, da gab es dann die Möglichkeit, x ist minus 1/2 oder x ist 1/2. Das war da, wo in der Schule dieses Zeichen einmal vorkam. Und unser Lehrer hat damals gesagt, das ist das lateinische Welt, das heißt oder. Herr Schaffer war das.
Genau, vielleicht haben Sie das mal gesehen. Weiß ich nicht. Haben Sie das in der Schule gesehen? Wer hat das in der Schule gesehen? A oder B? Sowas? Okay. Ja, vielleicht. Gut. Schauen wir uns an, was mit der Wahrheitstafel ist. Es soll ja die Aussage A oder B soll wahr sein, wenn mindestens eine davon wahr ist. Also wieder hier alle vier Fälle. A wahr und B wahr oder falsch. Und dann A falsch und B wahr oder falsch. Sobald einer von denen hier wahr ist, soll wahr sein. Also wahr, wahr führt auf wahr. Wahr F, wahr, falsch meine ich, führt auf wahr. Falsch, wahr führt auf wahr. Nur wenn beide falsch sind, ist die Aussage falsch. Dieses, was daran nicht exklusiv ist, ist, wenn Aussage A wahr ist und Aussage B auch wahr ist, dann ist diese dritte Aussage wahr. Es ist also nicht so, dass diese dritte Aussage, dieses oder, nur wahr ist, wenn einer oder der andere wahr ist, sondern oder eine oder die andere wahr ist, sondern es ist insbesondere auch dann wahr, wenn beide wahr sind. Also es ist kein exklusives oder. Das werden wir auch nochmal bei den Mengen dann auch nochmal sehen. Also es können auch beide wahr sein. Dann ist das auch wahr. Man kann natürlich auch ein exklusives oder definieren, also eine Aussage, die dann nur dann wahr ist, wenn einer von beiden wahr ist und der andere falsch. Aber das ist hier nicht der Fall. Muss man nur wissen. Gibt es jetzt auch nicht so viel zu verstehen, muss man wissen. Hier ein Beispiel. Die Aussage 2 ist größer als 1 ist wahr und die Aussage 2 ist größer als 1 ist auch wahr. Sind also beide wahr. Also ist die Aussage 2 ist größer gleich 1 oder 2 ist größer als 1 wahr. Weil das halt ein nicht exklusives Oder ist. Die Aussage 1 größer gleich 1 ist wahr und die Aussage 1 ist größer als 1 ist falsch. Aber die Aussage 1 ist größer gleich 1 oder 1 ist größer als 1, 1 ist größer gleich 1 oder 1 ist größer als 1 ist wahr. Gut, das war die Disjunktion, also ein nicht exklusives Oder. Diese beiden Dinge, die Konjunktion und die Disjunktion von logischen Aussagen, die sehen Sie, glaube ich, wirklich vor allem im Bereich der Programmierung. Wir sehen sie dann heute nochmal bei der Definition von Mengen, aber im Wesentlichen Maß das dann auch. Das sehen wir gar nicht so oft. Aber bei der Programmierung, also für If-Statements und das Testen von logischen Bedingungen, ist das entscheidend, weil so funktioniert das und nur dann kommen Sie in so If-Statements rein. Was wir die ganze Zeit sehen und wo wir die ganze Zeit mit arbeiten, sind diese Pfeile hier, dieser Implikationspfeil, also so ein Pfeil mit zwei Strichen hier, wo dann steht, daraus folgt das und das. Und was wir auch viel sehen werden, ist dieser Pfeil, der von einer Aussage auf eine andere Aussage zeigt und auch in die andere Richtung. Und diese beiden Pfeile, die Implikation oder das daraus folgt und die Äquivalenz, also das aus A folgt B und aus B folgt A, kann man genauso im Sinne der Aussagenlogik diskutieren wie die Konjunktion und die Disjunktion und sie sind da letztlich auch definiert. Also die Hauptmotivation, warum ich diesen Aussagenlogik-Teil hier jetzt drin habe, ist einerseits die If-Statements in der Programmierung, das andere ist, dass wir ständig diese Pfeile sehen werden. Und natürlich kann ich Ihnen sagen, diese Pfeil heißt daraus folgt. So, also Sie sollten diesen Pfeil als daraus folgt lesen oder wenn Sie sowas sehen, A Pfeil B aus A folgt B. Aber man kann natürlich noch ein bisschen genauer darüber nachsinnen, was jetzt dieses, was es jetzt mit diesem Pfeil auf sich hat. Und genauso mit diesem Doppelpfeil. Und das ist, was wir dann jetzt hier machen wollen. Einmal führt das auf den Begriff der Implikation oder der Folgerung.
Etwas impliziert etwas, heißt ja, das, was da impliziert wird, das folgt aus dem, was es impliziert. A und B seien Aussagen, dann ist die Implikation bezeichnet mit diesem Ausdruck hier, die Aussage, die dann und nur dann falsch ist, wenn A wahr und B falsch ist. A heißt die Voraussetzung, Prämisse und B der Schluss der Implikation. A Pfeil B spricht man aus als aus A folgt B oder A impliziert B oder wenn A, dann B. Also ich habe in meinem Kopf aus A folgt B oder daraus folgt. Diese Definition ist schon so ein Stück weit funky, also lesen wir sie nochmal durch. Die Implikation ist die Aussage, die dann und nur dann falsch ist, wenn A wahr und B falsch ist. Da muss man sich dann, also da kann man sich fragen, okay, das ist die Definition, nehme ich mal so hin, aber inwiefern macht das irgendeinen Sinn? Das versuche ich jetzt so ein bisschen zu erläutern. Man muss das bei der Implikation so ein bisschen anders lesen, finde ich, als bei diesen Dingen hier. Und zwar wie folgt. Man muss so ein bisschen darauf fokussieren, dass man diese Folgerung hier, dass das Ding, was damit passiert oder was der Status von diesem Ding ist, oder nochmal anders, man muss das so ein bisschen lesen, man muss sich A anschauen, dann muss man sich das anschauen und dann muss man sich B anschauen. Also hier haben wir uns A und B angeschaut und haben gesehen, okay, was ist denn damit? Und hier ist die Implikation so definiert, dass wenn man sich A anschaut, die Implikation anschaut und dann B anschaut, dass das irgendwie Sinn macht. Und zwar Sinn unter dem Aspekt, dass dieser Pfeil heißen soll, daraus folgt. Im Sinne eines sinnvollen Schluss. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt sowas haben, 2x gleich 4, daraus folgt, dass x gleich 2 ist, weil wir auf beiden Seiten mit 1/2 multiplizieren können. Also in der Schule haben Sie wahrscheinlich gesehen, 2x4 mal 1/2 auf beiden Seiten. Und dann steht da 1/2, 2 ist gleich 1/2, 4. Und dann steht da x gleich 2. Also daraus folgt das und daraus folgt das. Und das tatsächlich ist es hier so, dass man das auch in beide Richtungen, aber das lassen wir jetzt erstmal weg. Und das ist halt eine saubere logische Schlusskette nach den erlaubten elementaren Äquivalenzumformungen, die Sie kennen und die, über die wir nicht weiter reden. Also, wenn man hier so einen sauberen logischen Schluss wie sowas hier konstruiert, dann kann man sich fragen, wenn A wahr ist, was ist dann mit B? Man kann sich auch fragen, was passiert, wenn man einen unsauberen logischen Schluss macht. Also wenn man hier, weiß ich nicht, 1/2 4, wenn man daraus 3 macht. Das folgt ja offenbar nicht daraus, weil 1/2 mal 4 ist nicht 3. Dann sieht man auch anhand dieser Wahrheitstafel, was mit B ist. Also, was sieht man? A soll wahr sein und dieser Schluss, diese Folgerung soll valide, also wahr sein, also richtig sein. Dann ist B auch wahr. Also wenn jetzt hier die A die Aussage war, 2x ist gleich 4, dann ist B auch wahr, wenn wir das hier vernünftig gerechnet haben. Wenn wir das nicht vernünftig rechnen, also wenn wir einen falschen Schluss machen, dann soll B falsch sein. Was auch Sinn macht, also wenn wir jetzt irgendwie hier Quatsch machen, dann bedeutet dieser Pfeil auch, also wenn das ein falscher Schluss ist, dass wir auf eine falsche Aussage geführt werden. Hilft jetzt nicht viel weiter, aber auf jeden Fall ist es dann keine Implikation. Wenn wir irgendwie einen Fehler machen in unserer Rechnung, dann sind wir auf eine falsche Aussage geführt. Es ist auch eine Implikation, aber es ist halt eine falsche Implikation. Noch entscheidender ist, was passiert, wenn man mit einer falschen Aussage startet.
Was können wir da als Beispiel nehmen? Ja, das ist, wird so ein bisschen idiotisch, aber gut, machen wir es trotzdem. X gleich 3. Jetzt machen wir die Aussage 2x gleich 4. Das definieren wir und jetzt haben wir diese Aussage. Die ist offenbar falsch, weil 2 mal 3 ist 6 und nicht 4. Jetzt können wir daraus was folgen. Zum Beispiel wieder x gleich 2. Was dann falsch ist. Weil es ja anders definiert ist. Im Zweifel, wenn wir jetzt, müssen wir ein anderes Beispiel konstruieren, können wir auch auf irgendwas kommen, was wahr ist. Das Entscheidende hier ist, dass aus etwas Falschem etwas Beliebiges folgt. Also wenn man mit einer vernünftigen Rechnung, wenn man mit etwas Falschem anfängt und dann eine valide, wahre Schlussfolgerung zieht, dann kann man entweder auf was Wahres kommen, also was Richtiges oder was Falsches. Das bedeutet, aus einer falschen Aussage, mit einer falschen Aussage anzufangen und eine richtige, richtigen Schluss zu ziehen, ist sinnlos, weil es keine Garantie gibt, dass man auf was Richtiges oder auf was Falsches kommt. Das ist dieses aus falschem folgt Beliebiges. Also aus falschen Grundannahmen kann man beliebige Dinge folgen. Da gibt es dann auch schöne Beispiele, da können Sie in die weiterführende Literatur schauen. Habe ich jetzt nicht parat. Aber das ist der Sinn, warum die Implikation so definiert ist, also insbesondere bei wahrer Folgerung auf etwas Wahres oder Falsches geführt zu sein. Und das Entscheidende ist halt, dass man nur, und das ist das Entscheidende bei der Implikation, dass man, wenn man eine wahre Aussage hat und dann eine wahre Implikation, also eine wahre Folgerung oder eine richtige Folgerung, richtiges Rechnen hier macht, wieder auf was Wahres geführt ist. Und das muss man dann meistens zeigen, dass das hier wahr ist. Und das macht man zum Beispiel über so diese Äquivalenzumformung. Und dadurch, dass man dann der Leserin zeigt, ne, das stimmt doch hier, wie ich das und das folge. Und dann ist die Hoffnung, dass dann die Leserin, der Leser akzeptiert, dass aus A B folgt. Ist da erstmal Fragen zu? Ja. Können Sie gleich einmal die Tafel hochschieben? Ich kann es auch nicht so doll erkennen. Gut, ich denke, dann machen wir hier auch nochmal Pause. Und nach um 10:45 kümmern wir uns dann um die Begriffe hinreichend und notwendig und die Begriffe der Äquivalenz. Gut, dann machen wir noch mal weiter. Wir hatten bis jetzt gesehen, dass man den Begriff der mathematischen Aussage definieren kann und damit Sätze der Alltagssprache oder was auch immer oder so Gleichungen meint, denen man zwei Werte zuordnen kann, nämlich wahr oder falsch oder wie ich immer sage, richtig oder falsch. Dann kann man eine Aussage für eine Aussage die Negation definieren. Die ist dann immer genau das Gegenteil von der eigentlichen Aussage. Die Konjunktion, also das logische Und, die nur wahr ist, wenn beide wahr sind. Und das logische Oder, das nur falsch ist, wenn beide falsch sind. So kann man es vielleicht auch sagen. Und dann haben wir uns die Implikation angeschaut, also letztlich die Folgerung einer Aussage aus einer anderen, die man auch im Rahmen dieser Aussagenlogik definieren kann. Aber zum Verständnis ist hilfreich, ist, sich dann zu überlegen, sich klarzumachen, dass die Definition so gewählt ist, dass dieses aus etwas Wahrem auf etwas Wahres kommen, wenn man wahre Folgerungen macht, erfüllt ist. Und wenn man falsche Folgerungen macht, auf etwas Falsches zu kommen, erfüllt ist. Und dass, wenn man von was Falschem ausgeht, dass man gar nichts machen kann. Also man ist weder mit wahren Folgerungen auf etwas Falsches immer geführt oder auf etwas Wahres. Man weiß es halt nicht. Das war das, was wir letzte Stunde gemacht haben. Gibt es da erstmal noch Fragen zu?
Okay, im Rahmen dieses Folgerungsfiles, also dieses Files aus A folgt B, gibt es dann diese Begriffe von hinreichenden und notwendigen Bedingungen. Das kennen Sie sicherlich aus der Kurvendiskussion. Also Sie wissen alle, dass die erste Ableitung gleich 0 ist, eine notwendige Bedingung für das Vorliegen zum Beispiel eines Maximums ist, was hier heißt, wenn an der Stelle ein Maximum liegt, dann ist die erste Ableitung gleich 0. Und dann kennen Sie auch das mit der ausreichenden Bedingung, dass für ein Maximum meinetwegen, dass die erste Ableitung gleich 0 ist und die zweite Ableitung negativ. Das kennen Sie. Und in dem Kontext haben wir wahrscheinlich hinreichend und notwendig kennengelernt. Wer hat das in diesem Kontext kennengelernt? Gut, mein Prior funktioniert. Man kann das so ein bisschen verallgemeinern und wir werden es auch nicht so oft sehen. Ich glaube, in Messtheorie geht es dann auch nochmal um hinreichende und notwendige Bedingungen. Aber natürlich, wenn wir über Differentialrechnung reden, werden wir auch das nochmal sehen. Man kann da so ein bisschen weiter drüber nachdenken oder das ein bisschen verallgemeinern, was das mit hinreichend notwendig heißen soll. Das ist dann hier. Man sagt, dass A hinreichend für B ist und B notwendig für A, wenn diese Implikation wahr ist. Also wenn das eine richtige Aussage ist, aus A folgt B, dann ist A hinreichend für B und B ist notwendig für A. Ich finde beide Sprachregelungen ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Also hinreichend, ich weiß nicht, ich komme aus Norddeutschland, aber da hat nie jemand gesagt, das ist hinreichend für irgendwas, sondern er hat gesagt, das ist ausreichend. So, 4 ausreichend. Da sagt ja keiner 4 hinreichend. Aber es ist ja ausreichend. Das hat mich jahrelang verwirrt. Also ich lese das so ein bisschen als A ist ausreichend für B. Und dieses B ist notwendig für A, da muss man nur so ein bisschen drüber nachdenken, was das heißen soll. Also erstmal von der Implikation der Definition wissen wir, wenn die Implikation wahr ist, wenn A wahr ist, dann ist auch B wahr. Also wenn das hier wahr ist und A wahr ist, dann ist das auch wahr. Wenn also A wahr ist, dann reicht das für die Wahrheit von B aus. So kann man es verstehen. Wenn die Wahrheit von A reicht dafür aus, dass B wahr ist. Wenn diese Implikation wahr ist, dann gilt, wenn B falsch ist, dann ist auch A falsch. Das sehen wir hier. Also ist die Wahrheit von B, also das Vorliegen von B, nötig für die Wahrheit von A. B ist ja die Folgerung. Aber wenn aus A B folgt, wenn B falsch ist, dann kann auch A und die Implikation wahr ist, dann kann auch A nicht falsch sein. Also in diesem Sinne ist die Wahrheit von B für die Wahrheit von A notwendig oder nötig. Ja, so kann man das sagen. Und man kann sich dann, wenn es dann um die hinreichenden Bedingungen und ausreichenden, die hinreichenden und notwendigen Bedingungen bei Minimierung von Funktionen, kann man ja nochmal drüber nachdenken. Es ist halt, da ist halt das Entscheidende, dass es nicht heißt, da geht es ja nur immer darum, aus der Tatsache, dass die erste Ableitung gleich 0 ist, folgt nicht, dass da ein Maximum ist, sondern wenn da ein Maximum ist, dann folgt, dass die erste Ableitung gleich 0 ist. Das ist ja da so das Entscheidende. Aber das kann man halt auch in diesen Kontext setzen. Tatsächlich diese Notwendigkeit sehen wir jetzt gleich auch nochmal, was hier steht, sehen wir jetzt auch gleich nochmal bei den Äquivalenzen. Also das kommt dann auch gleich nochmal und wird noch ein bisschen weiter erläutert. Und ich glaube, das Ausreichende oder das Hinreichende ist ja relativ klar. Also wenn A wahr ist, dann ist auch B wahr. Aus A folgt B, A ist also ausreichend für B. Das ist halt eine Sprachregelung. Gut. Was ist die Äquivalenz? Und im Wesentlichen ist die Frage, was bedeutet dieser Doppelfall? Darum geht es hier. Den werden wir nämlich ziemlich oft sehen. A und B seien Aussagen. Die Äquivalenz von A und B ist die Aussage, die dann und nur dann wahr ist, wenn A und B beide wahr sind oder wenn A und B beide falsch sind.
Die Äquivalenz von A und B wird mit A ist äquivalent zu B bezeichnet. A genau dann, wenn B oder B genau dann, wenn A oder A ist äquivalent zu B. Also wahr und nur dann wahr, wenn A und B beide wahr sind oder beide falsch sind. Also A und B beide wahr, das Ding ist wahr. Beide falsch, das Ding ist wahr. Und wenn eins davon falsch ist und das andere wahr, das Ding falsch. Ich finde das beste Verständnis von Äquivalenz ergibt sich aus der logischen Äquivalenz dieser Äquivalenz zu dieser Aussage: aus A folgt B und aus B folgt A. Das finde ich erklärt diesen Pfeil irgendwie sinnvoll, weil das eine zeigt von rechts nach links, das andere von links nach rechts und sagt auch genau, was damit gemeint ist. Dass nicht alles äquivalent sein muss, also ein Beispiel dafür ist, aus x Quadrat ist gleich 4 folgt, ne, das schon mal nicht. wie hoch muss es? Ah, gleich, jetzt bin ich schon fertig. Nicht, dass das verwirrend ist. Um das jetzt zu erläutern, was dieser Doppelpfeil sagen will und inwieweit das mit dem hier übereinstimmt, muss man noch einen weiteren Begriff einführen, nämlich den Begriff der logischen Äquivalenz. Zwei Aussagen heißen logisch äquivalent, wenn ihre Wahrheitstafeln gleich sind. Also wenn zwei Aussagen die gleichen Wahrheitstafeln haben, dann heißen sie logisch äquivalent. Und hier ist jetzt die Aussage: die Äquivalenz von A und B ist logisch äquivalent zu der Aussage, aus A folgt B und aus B folgt A. Das muss man jetzt beweisen, das ist ein Theorem. Und um das zu beweisen, muss man zeigen, dass die Wahrheitsaussagen von A ist äquivalent zu B und aus A folgt B und aus B folgt A logisch äquivalent sind. Wie macht man das? Na, man schreibt sich's hin. So. Wir haben definiert die Wahrheitstafel von A ist äquivalent zu B. Das ist das Ding. Wie gesagt, das ist nur wahr, wenn beide wahr sind oder beide falsch sind. Und wir kennen für die möglichen Aussagenwerte natürlich den Wahrheitsgehalt von A, aus A folgt B und von B aus B folgt A. Das haben wir ja hier hingeschrieben. Wenn A wahr ist und B wahr ist, dann ist diese Implikation wahr und so weiter. Wir haben es andersrum erklärt, aber trotzdem so kann man es ja auch lesen. Jetzt schreiben wir das auch hin. Einmal für aus A folgt B und einmal für, wenn wir die beiden Aussagen vertauschen. Also wenn jetzt statt hier A B steht und statt hier B A steht. Und wir entsprechend diese Dinge nehmen. Also wenn B wahr ist und A wahr ist, dann ist das wahr. Wenn B wahr, nee, wenn B falsch ist und A falsch ist, man muss das halt hier vertauschen. Deshalb ist, wenn das falsch ist und das wahr ist, das wahr. Wenn das wenn B wahr ist und das falsch ist, das falsch. Und wenn beide falsch sind, dann ist das wahr. Das Einzige, was sich hier vertauscht, ist, weil sich hier die einmal steht A vorne, einmal steht B hinten, einmal steht B vorne, einmal steht A hinten. Das Einzige, was hier vertauscht, ist diese Einträge hier. Also das. Und dann kann man sich anschauen, was ist der Wahrheitsgehalt der Konjunktion von aus A folgt B und aus B folgt A. Dafür muss man wieder gucken, sind beide wahr oder nicht. Und wenn beide wahr sind, dann ist die Konjunktion wahr. Und wenn einer davon falsch ist, ist sie falsch. Und hier sind jetzt beide wahr, einer davon falsch, beide wahr. Also haben wir diese Wahrheitstafel
für die möglichen Wahrheitsgehalte von A und B. Und jetzt ist das Entscheidende, dass dieses WFFW das gleiche ist wie das WFFW. Also sind die beiden Aussagen A ist äquivalent zu B und die Aussage aus A folgt B und aus B folgt A logisch äquivalent. So. Das ist so das Entscheidende. Es muss nicht immer so sein, dass wenn aus A B folgt, dass aus B auch A folgt. Zum Beispiel, muss man immer vorsichtig sein bei solchen Sachen. Das ist auch schwierig, wenn man das dann oft mit so zeitlichen Aspekten hat. Hat jemand ein Beispiel für eine Sache, wo zwar aus A B folgt, aber aus B nicht A folgt? Das ist jetzt Aktivierung. Es gibt so lustige Beispiele, irgendwie wenn... man darf das halt immer nicht dann zeitlich sehen. Was ist das? Ah doch, das ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Genau. Wenn, ja, das ist aber alles so zeitlich. Wenn Sie, wenn Sie, also die Aussage ist, machen wir es mal, versuchen wir es mal. A ist Arzt gibt Tabletten. Nee, A andersrum. A ist, Sie sind krank. B ist Arzt gibt Ihnen Tabletten. Ein gutes Beispiel. Aber dann wäre sowas wie aus A, Sie sind krank, daraus folgt, dass der Arzt Ihnen Tabletten gibt, aber es gilt nicht, dass wenn der Arzt Ihnen Tabletten gibt, dass Sie krank sind. Also das muss nicht immer gelten. Also ist die Aussage aus A folgt B nicht äquivalent zu der Aussage aus B folgt A. Man kann das auch irgendwie so machen, wenn der Kater hungrig ist, dann frisst er. Wenn er andersrum, wenn er frisst, dann ist er nicht notwendigerweise hungrig. Und ein Beispiel, aber das muss ich vernünftig machen. Also das ist immer ein Beispiel für sowas mit Funktionen ist. Kriege ich das hin? X² gleich 4. Nee, das funktioniert so nicht. Ich will das jetzt nicht machen, weil das führt nur zu Verwirrung. Letztlich, the bottom line von dieser ganzen Sache ist, aus A folgt B und aus B folgt A, das bedeutet dieser Doppelpfeil. Ja, das ist alles. Das ist so die Hauptaussage dieses Ganzen. Aber es muss nicht immer so sein, dass zwei Aussagen äquivalent sind. Allerdings werden wir die meiste Zeit Äquivalenzumformen benutzen, so wie Sie das auch in der Schule kennengelernt haben. Und dann gilt die meiste Zeit, dass man tatsächlich in beide, dass aus 2x plus 4 gleich 10 folgt, 2x gleich 6, wenn Sie auf beiden Seiten 4 abziehen. Aber aus 2x gleich 6 folgt auch 2x plus 4 ist gleich 10, wenn Sie auf beiden Seiten 4 zuaddieren. Die meiste Zeit gilt das, wenn Sie injektive Funktionen haben. Wenn Sie keine injektiven Funktionen haben, die Sie auf den beiden Seiten anwenden, dann mag es nicht mehr gelten. Das ist das Beispiel mit x², aber das kriege ich jetzt gerade nicht rausgefrägelt. Gut, es gibt noch eine Sache dazu zu sagen, und zwar diese Notwendigkeit. Also wir hatten ja, ich hatte schon gesagt, dass aus A folgt B, dass die Notwendigkeit von B für A impliziert. Das kann man auch noch anders sagen, nämlich aus nicht B folgt nicht A. Also aus A folgt B
ist logisch äquivalent zu der Aussage, aus nicht B folgt nicht A. Also wenn B nicht vorliegt, dann gilt auch A nicht. Also zum Beispiel jetzt wieder bei Funktionen, wenn die erste Ableitung nicht 0 ist, dann ist auch kein Maximum vorliegend. Und das ist ja auch wieder ein Theorem über die logische Äquivalenz von zwei Aussagen. Und auch da, wenn man das beweisen will, muss man, weil das ist ja das, was logisch äquivalent heißt, sich die Wahrheitstafeln anschauen. Und das ist dann hier nochmal gemacht. Also einmal nochmal die Wahrheitstafel von aus A folgt B. Und dann, also für alle Möglichkeiten, die A oder B sein können, die Wahrheitstafel von den Negationen. Also einmal B, die Negation von B, wenn B wahr ist, dann ist nicht B falsch, also immer das Gegenteil. Und die Negation von A, also immer das Gegenteil. Und dann, wenn man das jetzt hier betrachtet, die Implikation davon, da muss man halt dann schauen, was hier steht. Also wenn beide falsch sind, dann ist es wahr. Wenn der erste wahr ist und der zweite falsch, dann ist es falsch. Wenn der erste falsch ist und der zweite wahr hier, dann ist das wahr. Und wenn beide wahr sind hier, dann ist das wahr. Und dann kann man sich anschauen, was kommt am Ende dabei raus. Und da stehen B, F, B, B und hier stehen B, F, B, B. Also sind die Wahrheitstafeln gleich. Also gilt, wenn aus A B folgt, dass aus nicht B nicht A folgt. Das braucht man jetzt nicht so oft. Also wir werden dieses Ding nicht so oft sehen. Manchmal braucht man das in Beweisen. Und wenn Sie bestimmte Beweise nachvollziehen wollen, das geht dann aber eher im Bereich Messtheorie, dann kann das auch nochmal hilfreich sein. Ich glaube, die meisten Beweise, die wir sehen werden, basieren auf so Äquivalenzen und dann insbesondere Äquivalenzumformung. Das ist dann auch der letzte Teil hier. Also der Sinn, dass wir jetzt über die Aussagenlogik reden, ist jetzt gar nicht so, dass Sie jetzt große Logiker werden oder so, sondern dass Sie die Dinge, die wir dann ständig benutzen und vor allem die Schreibweisen. Also dass Sie damit irgendwas assoziieren können und im Zweifel, wenn Sie denken, was hieß das nochmal, dann können Sie hier nochmal reingucken oder Sie sagen sich, ja, das habe ich da schon nicht verstanden, ich gucke es mal lieber nicht nach. Aber Sie können auch, das ist ja auch nicht, wenn Sie es hier nicht ganz hätten sind, mit, so wie Sie es verstanden haben, YouTube, Internet, ChatGPT, all diese Dinge können Ihnen beim Verständnis natürlich auch weiterhelfen. Genau, Beweistechniken. Typische Theoreme, die Dinge, die wir beweisen werden, haben die Form aus A folgt B. Und manchmal ist das dann sogar eine Äquivalenz, also dass aus B auch A folgt, also dass aus B auch A folgt. Aber es muss nicht immer so sein, aber gut, wenn man mit Äquivalenzumformung arbeitet, dann ist es tatsächlich, dass auch beides gilt, aber es gilt ja dann auch insbesondere, dass A, das aus A, B folgt. Dass, wenn man so vorgeht, dass man Äquivalenzumformung nutzt, also die elementaren Äquivalenzumformungen, die Sie aus der Schule kennen, ich habe die auf der nächsten Folie nochmal aufgeführt, aber Sie haben so Gleichungen und auf beiden Seiten addieren Sie das Gleiche oder auf beiden Seiten multiplizieren Sie mit der gleichen Zahl. Das sind Äquivalenzumformungen. Man hat dann so Gleichungsketten und das nennt man direkten Beweis. Und das wird das meiste sein, wie ich Dinge beweise, weil das am einfachsten ist und man nicht so viel logisch nachdenken muss, sondern man muss einfach das, was man in der Schule gemacht hat und gelernt hat, wie man Gleichungen umformt, anwenden. Man kann Dinge auch anders beweisen, nämlich über indirekte Beweise. Wenn man da aus A folgt B zeigen will, kann man auch zeigen, dass aus nicht B nicht A folgt. Kann man auch machen. Und dann kann man noch durch Widerspruch Dinge beweisen, dass die Aussage nicht B und A falsch ist. Das ist dann ein Widerspruch zu der Aussage, aus nicht B folgt nicht A. Also, was ist das?
dass nicht E und A gleichzeitig falsch ist. Nein, wir sehen es gleich nochmal. Das nennt man Beweis durch Widerspruch. Das ist ein bisschen so eine fancy Beweistechnik. Wie gesagt, wir benutzen im Wesentlichen direkte Beweise. Es gibt aber auch indirekte Beweise und Beweise durch Widerspruch. Was ist mit Äquivalenzumformungen gemeint? Und das sind tatsächlich Dinge, die wir nicht üben und die, wo wir davon ausgehen, dass Sie die wirklich können. Nämlich Äquivalenzumformung von Gleichungen und von Ungleichungen. Funktioniert, wenn Sie mit Äquivalenzumformung von Ungleichungen nicht ganz happy sind. Es funktioniert im Wesentlichen wie bei Gleichungen. Sie kennen das aus der Schule. Sie haben irgendwie 2x plus 4 gleich 10. Dann machen Sie auf beiden Seiten, addieren Sie das Gleiche dazu, ziehen das Gleiche ab und dann bleibt die Gleichung bestehen. Und aus dem folgt das und aus anderen folgt das. Also Addition, Subtraktion einer Zahl auf beiden Seiten ändert nichts an der Gleichung. Multiplikation oder Division durch eine Zahl ungleich 0, also wenn Sie durch 0 teilen, dürfen Sie natürlich nicht. Aber ansonsten ändert das nichts an der Gleichheit. Also 2x gleich 6 teilen Sie durch 2 und haben dann x gleich 3. Was Sie auch machen können, sind injektive Funktionen. Was injektive Funktionen sind, das wissen Sie vielleicht noch nicht, wenn Sie nicht bei Frau Reifegerste waren. Also letztlich umkehrbare Funktionen können Sie auch auf beiden Seiten anwenden, dann gilt das auch. Ungleichung, Äquivalenzumform werden wir auch an einigen Stellen tatsächlich machen in kurzen Beweisen. Und wenn Sie nachvollziehen wollen, warum bestimmte Dinge gelten, zum Beispiel in der Wahrscheinlichkeitstheorie, dann ist es hilfreich zu verstehen, wie Ungleichungen umgeformt werden. Tatsächlich ist es, glaube ich, auch im Bereich Konfidenzintervalle in Beweisen oder Herleitung von Konfidenzintervallen, wenn wir es auch benutzen. Funktioniert im Wesentlichen wie bei Gleichungen mit einem Unterschied, wenn Sie mit einer negativen Zahl multiplizieren oder dividieren, dreht sich das Ungleichungszeichen um. Also wenn Sie hier minus 2x ist größer gleich 6 haben, also minus 2x größer gleich 6, wenn Sie das nach x auflösen wollen, dann würden Sie ja durch minus 2 teilen oder mit minus 1 halb multiplizieren. Sie multiplizieren oder dividieren halt durch eine negative Zahl. Das bedeutet, das Ungleichungszeichen muss sich umdrehen. Sie haben dann x ist kleiner als minus 3. Und das macht natürlich auch Sinn, wenn Sie hier sehen, 2x soll größer gleich 6 sein. Da muss halt dieses x, das muss ja irgendwie negativ sein, damit hier irgendwie was Negatives mal Negatives steht, was dann größer als 6 ist. Und wenn x kleiner gleich minus 3 ist, wenn x gleich minus 3 ist, dann haben Sie halt minus 2 mal minus 3, das ist 6, also dann stimmt diese Ungleichung, dann ist 6 gleich 6. Oder wenn x kleiner als minus 3 ist, also zum Beispiel minus 4, dann ist minus 2 mal minus 4 ist 8, also ist größer als 6. Das ist das Einzige, wo Sie bei Ungleichungen aufpassen müssen. Aber das ist alles. Ansonsten funktionieren Ungleichungen genauso wie Gleichungen. Und genauso auch bei der Anwendung monotoner Funktionen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Okay, 20 Minuten. Das ist doch gut. Hier sind jetzt drei Beispiele für diese Beweisform. Und da wir noch Zeit haben, schauen wir uns die noch mal an. Brauchen Sie es nicht alleine zu Hause machen? Dann können wir noch zuhören. Ich mir hier ein Abkasper. Also das soll jetzt ein Beispiel dafür sein, was wir jetzt so hier am Morgen gemacht haben. Also es geht um dieses Theorem, Quadrate positiver Zahlen. A und B seien positive Zahlen, also A und B seien beide größer als 0. Zum Beispiel A ist 2 und B ist 3. Soll halt nicht negativ sein, aber positiv, soll auch nicht 0 sein, sondern positiv. Dann gilt a² kleiner b². Daraus folgt
a ist kleiner als b. Also wir haben hier zwei Aussagen. Das ist die Aussage a. Und das ist die Aussage b. Also die Ansage oder die Aussage dieses Theorems, das ist natürlich ein Beispieltheorem, wenn wir zwei positive Zahlen haben und gilt, also wenn die Aussage a hier gilt, dass a Quadrat kleiner als b Quadrat ist, dann ist auch a kleiner als b. Und das ist halt so eine Sache, wo man sich fragen kann, warum? Und das ist genau die Frage, die dann Beweise beantworten. Beweise geben halt Antworten auf die Fragen, warum ist das so? Weil man kann damit auf zwei Arten umgehen und man muss mit solchen Sachen auch auf zwei Arten umgehen. Entweder kann man sagen, okay, ich weiß, wenn a Quadrat kleiner als b Quadrat ist, dann ist a kleiner als b. Dann kann ich das irgendwo benutzen. Und dann kommt aber jemand zu mir und fragt, ja, Sie haben da benutzt a Quadrat ist kleiner als b Quadrat. Und das haben Sie dann gleich, oder da haben Sie dann die Folge, dass a kleiner als b ist. Warum ist denn das so? Und da können Sie dann mit einem Beweis kommen. Also man kann so mathematische Aussagen entweder einfach so hinnehmen oder sich fragen, warum ist das so? Und bei manchen Aussagen kommt man dann nicht mehr weiter, weil das ist dann so, weil das so definiert ist. Und bei diesen Dingen kommt man aber noch ein Stück weiter. So. An bestimmten Teilen kommt man dann nicht mehr weiter, aber auf so einer oberflächlichen Ebene kommt man ein bisschen weiter. Also, wir wollen jetzt beweisen, also begründen, warum gilt, wenn a Quadrat kleiner b Quadrat ist, dass a kleiner b ist bei positiven Zahlen. Und das erste hier ist ein direkter Beweis, also wir machen Äquivalenzumformung. Und was machen wir dann mal? Direkter Beweis. A Quadrat ist kleiner als b Quadrat. Das ist Aussage a. Wir haben also eine Ungleichung. Dann machen wir Äquivalenzumformung und ziehen auf beiden Seiten erstmal a Quadrat ab. Warum auch nicht? Dann gilt 0 ist kleiner als b Quadrat minus a Quadrat. Ich weiß nicht, wie Sie es in der Schule geschrieben haben, dass man auf beiden Seiten irgendwas macht. Das hat man in der Schule oft dazu geschrieben. Hier schreiben wir das nicht mehr dazu, weil es ja offensichtlich ist. Ich habe es jetzt hier nochmal dazu geschrieben. Da oben steht es jetzt nicht da. Also da kann man sich, sollte man schon, wenn man das liest, sich fragen, okay, a Quadrat kleiner b Quadrat soll äquivalent sein zu 0 kleiner als b Quadrat minus a Quadrat. Ach ja, er hat auf beiden Seiten a Quadrat abgezogen. Muss man dann im Kopf denken. Dann kann man hier binomische Formel anwenden. Binomische Formeln sind auch was, was wir durchgängig voraussetzen, dass Sie das kennen. Also sowas wie a plus b Quadrat ist a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat, a minus b zum Quadrat ist a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat und aller Menschen Lieblings binomische Formen, meine auch. Die dritte binomische Formel, die ja lautet a plus b a minus b plus a Quadrat minus b Quadrat, stimmt das? Die hier nur andersrum benutzt wird, nämlich als mit b statt a, also andersrum b. So. Die ist da also angewandt. Auf einer Seite wurde einfach ein bisschen umformuliert. Und dann wissen wir, dass b plus a, dass b und a beide positiv sind. Also ist auch die Summe von b und a positiv. Wir können also durch b plus a teilen. Wenn jetzt beide auch 0 sein könnten, dann könnten wir das nicht. Aber wir können jetzt auf beiden Seiten durch b plus a teilen.
0 durch b plus a ist immer noch 0 und b plus a mal b minus a durch b plus a ist b minus a. Also ist b minus a größer als 0. Also die Differenz, wenn Sie von b a abziehen, und das ist auch eine positive Zahl, sind Sie bei sowas bei etwas größer als 0. Also zum Beispiel, ist auch egal, was daraus folgt, wenn diese Differenz positiv ist, dann muss b offenbar größer als a sein. Also 10 minus 8 ist 2, aber 4 minus 10 oder so ist minus 6, das ist nicht größer als 0, also b muss größer als a sein. Also ist a kleiner als b. So. Und es ist jetzt hier eigentlich nichts passiert die ganze Zeit. Wir haben nur diese Gleichung umformuliert und mit einer logischen Beweiskette gezeigt, dass aus dieser Aussage diese Aussage folgt. Und manchmal muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein, ob man wirklich auch rückwärts gehen kann. Also gerade wenn es um Quadrate geht und so, das kann schon mal schief gehen. Aber wenn es schief geht, ist auch nichts Schlimmes passiert, das ist halt alles nur Mathe. Das war ein direkter Beweis. Und damit lassen wir es mal, müssen wir nicht überanstrengen. Sie sehen hier noch den indirekten Beweis und den Beweis durch Widerspruch. Also man kann diese Aussage nicht nur auf eine Art und Weise zeigen, sondern auch mit Hilfe, dass man zeigt, dass aus nicht B nicht A folgt oder per Widerspruch. Also dass die Annahme nicht B und A auf eine falsche Aussage führt. Das kann man auch machen. Am Ende bleibt natürlich das Theorem weiter dieses Theorem und das ist dann bewiesen. Also wenn Sie ein bisschen verstehen wollen, wie indirekte Beweise funktionieren, schauen Sie sich diesen Beweis an. Und wenn Sie wissen wollen, wie Beweise durch Widerspruch funktionieren, schauen Sie sich diesen an. Wie gesagt, wir werden im Wesentlichen immer sowas machen. So. Und das gehe ich wirklich davon aus, dass das jetzt diese Sachen Ihre Schulmathematik nicht überfordern, weil das ist nun wirklich so irgendwie 7., 8. Klasse. Oder? 8. Klasse ist das so? Binomische Formeln, 8. Klasse, 7., 8. Klasse, sowas. Gut, das war dann alles zu Sprache und Logik. Also nochmal der Hauptpunkt bei dem, was ich jetzt hier gemacht habe heute Vormittag. Der Hauptpunkt ist erstmal Mathematik ist Sprache. Sehen Sie es, Sie lernen jetzt eine neue Sprache. Auch wenn Sie denken, Sie haben schon Mathe gelernt, sagen Sie nochmal, okay, ich lerne jetzt nochmal Mathe richtig. Ich lerne jetzt mal die Sprache. Und Sprache hilft, man kann über Dinge reden und so ein bisschen Symbolik, im Wesentlichen dieser Folgerungspfeil und dieser Äquivalenzpfeil. Das ist das, was jetzt wirklich entscheidend ist. Gut, dann machen wir hier Pause und dann um 12:45 weiter mit Menge. Sollte es keine Fragen akut geben. Nein, gibt keine Fragen. Dann ist Mittagspause.